Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ghost of Tsushima Let's Plays. Wo bin ich denn jetzt hier? Hä, ich habe doch letzte Episode woanders gespeichert. Das ist manchmal echt ein bisschen komisch, sage ich euch, ne? Weiß dann da auch nicht genau, was da abgeht. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, wie man da reinkommt, denke ich mal, oder? Jin, wir müssen hier hoch. Okay, sieht der nicht ein, ne? Dann müssen wir wohl hier hoch. Ja, also, dann da rüber, ne? Und dann so. Ja, haha, ne? So nämlich. Nehmen wir hier Vorräte mit. Moin. Zusammen. Wie geht es euch? Wie ist das Wertebefinden? Sieht nicht so gut aus. Was ist da los? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Die Pflicht eines Samurai-Rachezi, ja. Yuna ist bloß eine Diebe. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Sie schwört das, ne? Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Oh. Dirty. Auf zu den Pferden. Alles klar. Uiuiui, Leute, ne? Die haben nicht so viel Lust aufeinander. Nachricht in Blut. Oh, Leute, das wird wieder richtig bodenlos, diese Episode. Ich sehe das schon da. Das wird eine coole Sache, ey. Das wird eine sehr coole Sache. Okay. To the horses. Ah, da hatte ich gerade einen kleinen Lag. Habt ihr es mitgekriegt? Seltenheit bei dem Game, ne? Definitiv. So, hi. Ja, Yuna. Warte auf Yuna. Ach, die kommt dann noch raus, verstehe. Dann nehme ich hier schon mal was mit, guck mal. Und du kannst dich hier noch, ne? Kannst noch ein bisschen rankommen. Und wohin geht's denn? Reise zu Altas Lager. Na dann machen wir das mal. Uiuiui, ist aber ein gutes Stück, ne? Können wir da schnell reisen? Denn wir haben auf dem Weg halt schon alles entdeckt. Deinen Gefährten zurücklassen? Ja, nee, okay. Dann müssen wir da wohl hinreiten, ne? Das ist aber echt ganz schön weit. Komm mal mit, Yuna. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Sieh das Bescheid. Aber das schulde ich Ichi. Okay, na, wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was auch immer zwischen den beiden passiert ist, darf uns nicht im Weg stehen. Sie meint, wir wissen nicht Bescheid, was los ist. Verstehe. イチが選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。3人で逃げようって約束して、伊勢に走り出した矢先に、イチが悲鳴を上げたんだ。オッケー。ビル。助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。そして。うん。いや、ich wäre schon dafür。 Okay, also, na, die Geschichte ist ein bisschen tiefschichtiger. Sie war da damals dabei und hat sich um Taka gekümmert, ne? Und hat den beiden zur Flucht verholfen. Sie empfindet also entsprechend eine Schuld gegenüber der Ichi. Und Jin meint halt, yo, du hast halt das getan, was in dem Moment richtig war, fliehen, ne? Und sie dann so, ja, würde ein Samurai fliehen, so, nee, aber ihr wart halt Kinder, ne, was? Ja. Und jetzt regeln wir Alter an. Ja, okay, sie ist durchaus aufgebracht, ich verstehe das aber auch mega. Bin gespannt, ob wir noch mal ein bisschen Input bekommen. Komm, wir reiten mal ein bisschen Luftlinie, oder? Das ist immer die Frage, ne, wo kommt die nächste Klippe, die uns die Luftlinie verbietet? Das hier sieht schon mal... Nee, geht. Vögel des alten Clans. Alles klar, wen haben wir denn da? Da, moin. Dann halt so, ne? Wir verstecken, ne? Upsa.
Tja, Freundchen, ne? Hier. Jin, wohin denn des Weges? Den hat er stecken, ne? Uiuiui, den hat er weggesprengt. Komm nur. Auf die Tour nämlich, ne? Ah, hier ist natürlich bestimmt irgendwo so eine Grille, oder? Ja, ich höre sie da oben. Ja. Hi. Okay, alles klar, Madame. Dann weiter geht's, ne? Nobu, haben wir da oben gewartet. Klar, ne? Okay. Ja, Leute, dann gucken wir uns mal um. Wisst ihr, was gerade ein bisschen blöd ist? 5 Minuten in der Episode und ich spüre, ich muss urinieren. Mein Problem irgendwo, ne? Mal gucken, wie lange ich es carryen kann. Ich schwör, als ich angefangen habe, wusste ich noch nicht. Das ist immer ein bisschen blöd. Immer ein bisschen blöd. Aber komm, das wird schon. Okay, hier sind wir schon angekommen. Da ist es. Wir wissen nicht, wie viele Männer er dabei hat. Oder wo sie sich verstecken. Aber ein Glühwürmchen ist hier am Start, ne? Töte die Mongolen. Ja, das ist immer eine geile Sache. Ne? Beim Töten bin ich eigentlich immer super hart dabei. Kann man sich hier irgendwo durchzwängen? Ja, herausfordern finde ich eigentlich geil, wenn ich darf. Jin, sag mal, wie läuft das? So. Wer will kämpfen? Alter, dieser Nebel, yo. Wie wir da so als Geist aus dem Nebel geschlichen kommen, ne? Komm da. Das war in letzter Sekunde. Das nicht unbedingt, aber, ne? Hä? Oi! Oh. Nee. Oh. Ihr beide, echt jetzt? Ja, nochmal. Ach, du nervst, hey. Lass mich den jetzt töten hier, weil der nervt. Den wollte ich nicht. Den will ich nicht. Ich will ihn hier. Auch nach hinten? Wow. Kommt nur. Na? Oh, beide? Wow. Oh. Ihr seid doch nervig, ohne Witz. Ihr seid doch nervig, Mann. Wenn ihr immer zu zweit eure Scheiße erzieht, was soll das denn? Ja, hier, weg mit dir. Quatschköpfe. Ja, so sieht's nämlich aus, Freundchen, ne? Kiwi gibt's da. Ich höre noch einige. Wird erstmal gelootet hier. Und dann geht's weiter. Uiuiui, hier gibt's aber einiges zu looten, ne? So, meine Lieben. Wer will noch auf den Deckel, ne? Hier darf ich nicht weg, okay. Dann gehe ich halt hier lang. Ja, da wollte ich hin. Der wirft einen Kunai? Seit wann denn das? Seit wann denn das? Ist ja irre. Die werfen jetzt auch Kunais. Das finde ich eigentlich stark. Okay. Das war's. Das sieht ein bisschen so aus, ne? Was geht denn hier noch ab? Ich sehe hier niemanden mehr. Ha. Der hat noch Vorräte bei. Klare Sache, nehmen wir die mit. Windglocke. Na, dann haben wir hier noch. Können wir alles nicht aufsammeln. Wie steht's denn hier drüben? Und da noch 2 Sachen. Ja, Yuna. Checkst du's? Wo ist hier Le Lasto? Da sehe ich irgendwas. Was sehe ich da? Manchmal sehe ich wie so Kleiderbügel. Ja, was ist das hier? Ah, Loot oder wie? Sehe ich jetzt auch.
Ah, nee, Windglocken sind das. Irre, okay. Aber das bringt mir halt leider nichts. Wo ist jetzt hier irgendwie noch... Yuna, wie sieht's aus? Töte die Mongolen. Ja, will ich ja, aber wo sind sie denn? Wir gehen jetzt da hoch und halten mal Ausschau. Aha, da hinten ist noch einer. Guck mal. Der will offensichtlich noch auf den Deckel, ne? Ja, Altan, wir können deine Leute den ganzen Tag töten, ne? Das ist kein Thema. Da kommt jemand, ist das so? Dann gucken wir doch mal, ne? Wer kommt denn da, Yuna? Kommen da einige? Ich hoffe es. Wer kommt da? Da ist er. Oh ja, guck mal, da kommen einige. Perfekt. Mit noch mehr räudigen Hunden. Ja, ja, kommt nur her. Kommt nur her, meine Lieben. Ta Arutan. Willst du ein 101, Altan? Kannst gerne haben. Danach schlachte ich noch deine räudigen Hunde ab. Empfang das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ich habe eure eigenen Leute ermordet. Der schwarze Wolf war ein Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand zu morden und ein Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryusu sich gegen euch wandte. Genug. Beenden wir das hier. Ja dann. Das gibt ein Duell, oder? Ja, geil. Freundchen Altan. Dich mache ich beim ersten Mal, wart's mal ab. Kannst zu gedefft sein, wie du willst. Dich rasier ich so weg, ne? Warte, den rasier ich so dreckig. Ja. Deine Rattenklinge, ne? Was ist das? Bisschen, ne? Guck mal, das hier. Tja, Alter, ne? Oh, Alter, das ist ja echt scheiße, ne? Oh, Alter, Mist, ne? Ich töte im Dienste des großen Friedens. Echt, oder? Machst du das? Weiß ich ja nicht, Freundchen. Alter, ihr tötet nur für euch selbst. Oh, Alter, Mist, ne? Oh, tja, Altan. Und jetzt töte ich noch deine Schergen der Scheißigkeit, ne? Und zwar so richtig. Und uts, uts, uts. Und rein da, schade. Einen Hit von Altan und seiner Crew, ne? Weiß ich ja nicht, Altan. Lief nicht so gut für dich, ne? Wäre das Sakai Jin, gespielt von diesem P, schon ziemlich bodenlos reingeschnitten hat, ne? Alter, Alter. Zähl mir doch keinen Kackmist. Altan ist tot, so sieht's aus. Doch unser Volk weiß, was ihr denen anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube... Ihr habt getan, was nötig war. So nämlich. Sayonara, Yuna. Leb wohl, Yuna. Sayonara. Ichi の言葉は気にしないで。皆に恐れられては叶わんな。あんたの行いもそのわけもわからない奴らがいる。だが、下道に落ちてはおらぬか。落ちてても、あんたには正義があるよ。 Sie hat nicht richtigen Seite gesagt, sie hat gemeint, dass wir auf der Seite der Gerechtigkeit stehen. Nobel, hi! Ich will den Fotomodus. Ja, geh mal weg da jetzt hier, Legendili, ne? Ja, darf ich jetzt auch mal ein Bild machen hier, ne? Oder wie ist es? Oh ja, ist das cool. P-Foto schießen, ne? Ja, let's go. Ich brauche viele Bilder davon, wie Nobu mit mir chillt. Ja, ja. Gerade mit der Pfütze da, das war schon besonders cool, wie ich finde.
Ja, ja, Altan wurde gut nackig gemacht, ne? Also, die Dame hat gemeint, Ichi hat gemeint, wir haben getan, was getan werden musste, so. Aber es kann halt gut sein, dass unser eigenes Volk so ein bisschen Angst vor uns bekommt. Wir haben halt gemeint, hey, das. Wir haben schon irgendwo die Grenzen auch ein bisschen verwaschen lassen von dem, was ne, so gemacht wird. Aber Yuna meinte auch, wir sind halt auf der Seite der Gerechtigkeit. Ob das nun so ist oder nicht, ne, maße ich mir nicht an zu entscheiden, bin ich ehrlich mit euch. Okay, Yuna, wie sieht's aus? Dürfen wir noch mal ein bisschen mit dir reden irgendwo? Wen haben wir denn hier unten? Ist das der Narr? Da könnten wir mit Dingens weitermachen, ne? Mit der guten alten Masako. Das wäre auch eine coole Geschichte. Ach, ich gehe jetzt schnell aufs Klo. Kleinen Moment. So, alles klar. Na, dann gucken wir mal weiter. Was wäre eine coole... Eigentlich wäre da unten schon cool. Ne? Wir würden super viel aufdecken, wenn wir da hinreisen. Ich würde sagen, wir machen da weiter erstmal. Ne? So. Wird, glaube ich, eine coole Geschichte, oder? Auf eine Masako-Story habe ich auch wieder richtig Bock. Der Narr. Und wir werden so viel entdecken, Leute. Wir reiten da möglichst Luftlinie hin. Bin ich gespannt, was es so zu entdecken gibt und wo. Ob es mal wieder ein paar Gegners gibt, ne? Ich rechne fest damit. Und damit das eine coole Sache. Sag mal, was haben wir denn da? Auf diesem Blumenhügel. Oh, sorry. Ja, Nobu, ich denke immer Leertaste springen, ne? Aber das ist ja bei dir gar nicht so. Was haben wir denn hier? Waren wir da schon mal? Sieht nicht so aus, ne? Das sieht ja ultra schön aus da vorne. Da gehen wir auf jeden Fall vorbei. Auch wenn das nicht direkt auf dem Weg liegt. Aber da geht ja wohl mindestens eine Säule der Ehrbarkeit oder so, oder? Was ist das bitte für ein schönes Blumenfeld? Ja. Ja, ist, echt, oder? Da ist was. Wer hätte das gedacht, ne? Moin, Alter. Duell in den Spinnenlilien. Ja, rein. Wer bist du denn? Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Ist das so? Okay, ja dann, Duell inmitten der Spinnenlilien, ne? Da nämlich. Da bin ich gespannt, was der Junge kann, Leute, ganz ehrlich. Hoffentlich ein bisschen mehr als der Artan. Artan. Diese Settings. Uiuiui, Leute. Es lässt nicht nach. Es ist immer noch so sick. Schön zur Seite, ne? Hirotsune, Ryuzos Geschichte wird euch nicht gerecht. Echt, ist das... Oh! Weiß ich ja nicht. Aua, 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 der kickt ja richtig los, ne? Wo wird irgendwas was nicht gerecht, Freundchen, ne? Oh! Komm nur ran, Freundchen. Komm nur ran. Ah. Seine Angriffe habe ich noch nicht gut geparried bis jetzt, ne? Oh. Komm, den letzten Parry. Hat zwei Hits gebraucht, ne? Aber da ist das Ding. Ihr kämpft gut, doch es ist vorbei. Ja, ja, so sieht's aus. So sieht's aus, Jin. Viel Chance hatte der Kollege leider nicht. Ne? Alter, ist es hier schön. Goodness. Da vorne geht noch ein Rattenbad, oder? Wüsste ich meinen. Ja, gell? Da ist offensichtlich ein sehr schöner Baum. Was haust denn da an? Kitsune, ja klar, hi. Haben uns einen besonders schönen Bau ausgesucht. Gell, ja, ja, Logo. Wo geht's denn hin? Nach da? Ja, geh nach da, klar. Der Kitsune. Dem renne ich immer lieber nach. Nobu ist manchmal so ein bisschen zu schnell. Ah, ja, okay, komm. Ah!
Der ist krasser als das Duell, ne? Kitsune? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da, hi. Ja, du bist da gut getarnt, ne? Kann man mal gar nichts sagen hier. Da kann man mal gar nichts sagen hier. Naja, ich meine schon zu wissen, wo es hier hingeht. Das sieht hier sehr schreinig aus, ne? Ja, man hört ihn auch schon. Dieser Soundtrack dazu ist auch einfach immer so toll, oder? Ja, schon immer irre, gell? Wie offensichtlich, aber trotzdem versteckt die sind. Das ist schon klasse. Ich glaube, das ist unser letzter gerade, oder? Ja, eben. Du hast deine Talisman-Macht erhöht. Ja, klar, ne? Wissen wir ja, wie es ist. Wie er immer so auf den Boden hergerutscht kommt. Ja, ist immer extrem süß. Zeig mir, was du hast. Eben. Kitsune ist super fröhlich, ne? Okay. Nobu? Ja, eben, gell? Weiter geht's. Guck mal, wohin geht's denn weiter? In diese Direction. Sariga Direction. Wir gucken gerade mal, wie weit decken wir denn auf? Na, man deckt echt nicht viel auf. Das ist schon echt brutal, oder? Also, aber hey, passt schon. Nochmal zwei Fragezeichen entdeckt. Können wir alles dann noch bei Zeiten abholen? Das ist vollkommen klar. Jetzt reiten wir erstmal die gerade Lane dahin, wo wir halt hin müssen. Möglichst gerade, versteht sich. Und dann können wir immer noch gucken, wie aussieht und so, ne? Alter, es ist hier schön. Ja, das ist klar, wo du mit mir hin willst, finde ich, ne? Die Umugi-Bucht. Also wenn das irgendwo chillt, dann ja wohl da oben, oder? Was sehe ich da hinten für ein Emblem? Na, wo ist hier was? Sag's in dieser Richtung. Hier drin, oder wie? Na, das kann natürlich sein. Ah, hier was? Leine. Aha, hier. Let's go. Okay, wir sind ja auch voll am Ort der Bestimmung angelangt, oder? Noch was? Unter mir. Verstehe. Da drin meinst du? Guck mal doch mal rein, ne? So, wie sieht's hier aus? Hier wohnt auf jeden Fall ein Krähe. Das merke ich gleich, ne? Scheint aber nicht hier zu sein, oder? Du meinst ein bisschen mehr in der Richtung. Wo denn? Unter mir? Wie man da so nachts in den ihre Häuser reingeht, das ist schon ziemlich frech, ne? Nee, Jin, ich will da runter. Halt, Ronin. Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Samurai? Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte kommt mit mir. Ich würde erst gern das Artefakt suchen eigentlich, ne, wenn es cool ist. Hier nämlich, ne? Let's go. So. Ja, der hat uns gerade noch was Wichtiges erzählt, aber wird schon weiter erzählen, ne? So, was wolltest du sagen? Jetzt sagt er nichts mehr. Der ist angepisst, ne? Hörst mir nicht zu, Jin, bin ich raus. War aber auch sehr unhöflich von uns. Muss man jetzt zugestehen, ne? Wo geht hier jetzt schon wieder was ab? Oh Mann, ey. Es gibt so viele Artefakte, Holmes, und ich will die alle haben. Oder zumindest diejenigen, die vor mir liegen. Willkommen in der Umugi-Bucht. Ja, vielen Dank. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Okay.
Und jetzt sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Sie versteht. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Vielen Dank. Ihr seid jederzeit willkommen. Vielen Dank. Wir könnten einander helfen. Ja, das können wir gerne machen, ne? Weißt du zufällig, wo das Artefakt hier liegt? Du sagst in der Richtung, ne? Ja, mittlerweile auch echt krass, auf wie viel Range das Ding anspringt, ne? Dann vermutlich hier irgendwo. Ja, eben, ne? So, alles klar. Wo ist jetzt unser Kollege? Okay. Ja, hier geht ja alles ab. Eine Kenji-Geschichte? Ja, bitte. Ja, bitte. Auf den Deppen habe ich mal wieder Lust. Ganz klare Sache. Der lässt sich auch echt nichts entgehen, um irgendwie Quatsch zu machen, oder? Also wirklich mal so gar nichts. Wie sieht es eigentlich hier mit unserem Katana aus? Sakai Katana. Sakai-sama. Da fehlt uns noch ein Gold. Dann können wir es maximal pimpen. Hey, na? Kenji, alles cool. Lange ist her. Was macht ihr denn hier? Ja, echt so. Sakai-sama! Ja, bitte. Meine Gebete wurden erhört, ist das so? Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Er schuldet einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter? Gon. Ich sollte mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr denn getan? Ja, klar. So ein Geier. Ja, das stimmt. Seine Absichten waren diesmal edler als sonst. Wir helfen ihm, ne? Also, er hat Medizin und Sake geliefert und ein bisschen was abgezweigt für die Leute in Not. Na, deswegen ist er jetzt angepisst. Wir sollen einfach mitkommen und überprüfen, dass er ihm nicht die Kehle aufschneidet. Weil er soll an einen todesabgelegenen Ort, um seine Schuld zu begleichen, scheinbar. Reise mit Kenshi zu dem Treffen. Wo ist er denn? Ah, da. Hi, Nobu. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit von hier. Geht voran. Dann mal go, ne? Ich bin ein ganz kleines bisschen low Entschlossenheit. Ja, echt so. Er will, wisst ihr, wie ich meine? Er so, yo, ich fürchte mich in solchen Situationen immer zu Tode. So, ja, Alter, wenn du dich nicht mehr fürchten willst, dann mach nicht mehr so einen Scheiß, ne? Er so, ja, Alter, bei den letzten Malen hat Gon gar nichts gemerkt. So, Alter, wie oft hast du den denn schon bestohlen? Dreimal? Lerne. Bleib lieber in Sake-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Sein erster Fuge aus dem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Oh, sorry. Wir sind gütig. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Ja, well. Oder Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Ja, da ist schon was dran. Na, er steckt schon echt immer in der Scheiße irgendwie. Aber ey, komm, er ist irgendwie lustig, oder? Alles in allem fand ich die Geschichten mit ihm bis jetzt immer ganz cool. Ich erinnere mich daran, wie wir in irgendeinem Sake-Fass irgendwo hintransportiert wurden oder so. Was ist auch bei dem Junge los, ne? Und ich glaube, wir reiten hier gerade einiges frei. Treffen uns auf dieser Brücke.
Halten wir mal an. Ja, alles klar. Und ich beobachte so aus den Schatten. Ja, genau. Mit dem Blick auf Gon in Ordnung. Wenn etwas schief läuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich, wie schön euch zu sehen. Wie ihr wollt. Dann positionieren wir uns mal in der Nähe, aber unauffällig. Suche dir ein Versteck in der Nähe des Treffpunkts. Ja, halt. Wer ist denn da oben? Besten lautlos, ja, dann beschützen wir ihn mal lautlos, ne? Der wird ordentlich lautlos beschützt, ne? Ist klar. Der checkt's ja null. Okay, die Banditen sind weg. Ne? Ah, da oben noch. Steht er nochmal auf? Ja. Was fiel ihm denn auf? Ja, die reden so ein bisschen über den guten alten Geist, also über uns. Ihr denkt also, der Geist zieht getarnt als Sake-Händler herum? Nein. Was soll ich also tun? Ist das der Asamo-Bucht holen? Wo ist der? Wer? Euer Freund? Der Geist. Ich nehme an, ihr habt ihn mitgebracht. Ihr glaubt... Das ist ein guter Witz, ne? Nach weiter, dann schnapp ich mir eure Zunge. Wie schön euch zu sehen, ja, weiter. Die haben wir. Oh, Junge, was kommt denn da noch alles? Ah, scheiße, da sind ja einige, ne? Weg jetzt mit dir. Oh. So, wo ist der letzte? Kenji, geh mal weg. Gerade noch mal so, ne? Kein Thema, Mann. Ich schulde mir bald mehr. Sake, Sattelpolitur. Ja, echt so. お前は高を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。えっと。そうします。名誉なくして賢人なし。 Ehre ist sein Fachgebiet, ja, klar. Wir sagen, er hat ein Talent, ne? Bring dich doch nicht jedes Mal in Ärger wegen oder in eine Scheißsituation wegen Kleinigkeiten, sondern hilf doch einfach den Leuten, wie du es schon ein paar Mal gemacht hast. So eine positive Verwandlung für unser Land. So eine coole Sache. Diesmal nehme ich ihm auch irgendwie wirklich ab, dass er das macht. Zumal das auch Story 3 von 3 mit ihm war, ne? Also da scheint nicht mehr sonderlich viel zu gehen. Davon will ich auch ein Bild. Neue Kameraposition, genau, Position festlegen. Kann man näher ranzoomen? Windrichtung will ich nicht, will eigentlich drehen. Brennweite, genau, wir wollen näher ran. Mit Kenshi ordentlich am Hilfe, vor allem mit dem Ding hier so, ne? Weiß ich nicht, ja komm, er sieht super rigged aus. Nehmen wir mit. Ist ein guter Shot.
Er ist komplett am Arsch. Ja, Kenji, na, du ruhst dich hier ein bisschen aus. Wir sehen uns dann. Ah, da haben wir aber ordentlich was aufgedeckt hier, ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich behaupten. Doch, doch. Dann. Ein wohlhabender Mann hat alles. Was haben wir denn hier unten noch? Da geht ja noch einiges, so ist es ja nicht. Die 6 Klingen des Kojiro. Eine Kensei-Rüstung bekommen wir da. Eine Nachricht im Feuer. Ah, das ist Jins Reise tatsächlich mal wieder, ne? Das wäre... Oh, das wäre auch mal wieder cool. Ist schon so. Genauso wie hier im Übrigen, oder? Da wäre auch Jins Reise. Die Mauer von Yarikawa. Na. Ja, ja. Es geht noch viel Jins Reise. Ich würde noch gerne diese Nebenquest hier machen. Das heißt, wir reisen da geschwind hin, markieren das schon mal, na, und gucken mal, was da abgeht. Oder? So, wo geht's denn hin? Ja, ich glaube, genau in die andere Richtung, oder? Ja. Alles klar, Nobu. Wir ziehen mal durch. So. Direkt 5 schwere Pfeile klar gemacht. Gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Alter, ist das hier pretty. Gönnt euch dieses Tor. Oh, das holt mich so ab. Generell der Weg hierher. Diese Statuen und alles. Es ist so geil. Wie gern ich da mal chillen würde. Ich glaube, ich muss mal nach Tsushima. Wäre, glaube ich, schon cool, oder? Dieser P, so in Tsushima ein bisschen am Relaxen. Wo geht's denn lang? Hier müsste doch jetzt passen, oder? Ja, ja. Ihr wisst, was passiert, sagt schon. Ja, bitte. Ja, worum geht's denn hier? Was ist denn hier los? Moin. Ich bin Saburo, ein höchst respektierter Händler. Ihr wollt meinen Respekt? Verdient ihn. Warum bedroht ihr diese Menschen? Meine Familie wird vermisst. Und diese Menschen wollen nicht sprechen. Etwas Furchtbares ist passiert. Eure Familie war hier? Arrangiert, dass man sie hier wegbringt, okay. Sollten uns hier treffen und dann nach Iki. Ich war schon auf Iki. Das ist unmöglich. Die mongolische Flotte überwacht die See. Bezahlt ein paar Schmuggler, um sie wegzubringen. Unanständiges Volk. Aber sie halfen vielen Familien seit der Invasion. Seine Frau Aki war verängstigt. Der kleine Jotaro. Kujo Jotaro. Und eure Familie vermisst. Genau wie die Schmuggler. Und diese Menschen wissen etwas. Ich werde es herausfinden. Ihr verhaltet euch ruhig. Ja, mein Herr. Aber seid bloß nicht zu milde. Ja, macht ihr keine Sorgen. Ne? Da wird immer wie wild geschnitten hier. Wie wild geworden. Ein wohlhabender Mann hat alles. Weiß ich ja nicht, ne? Ich muss mit euch reden. Dieser Mann sagt, seine Familie war plötzlich hier. Habt ihr sie gesehen? Gar nicht. そういったものは見ておりません。 Okay, sprich mit jedem Flüchtling, alles klar. Also einer hat anscheinend die gesehen, aber er hat nicht gesehen, wie die wegging, und die andere hat gar nichts gesehen. Sie könnten hier gewesen sein. Da war ein kleiner Junge, der allein gespielt hat. Verstehe. Ich habe keine Familie gesehen, alles klar. Wie sieht's bei dir aus, Freundchen? Menschen kommen und gehen. Unmöglich waren sie hier. Okay. Oh. Er läuft davon, schnappt ihn. Verwunde den fliehenden Flüchtling, um ihn aufzuhalten. Okay. Der Arme.
Schmuggler waren hier. Frauenkind weggeführt. Er ist gefolgt. Und sie sagt, wenn er auspackt, wird er sterben. Ja, wohin sind die? Wir beschützen dich, keine Sorge. Nach Westen. Das ist ein Wachturm an der Küste. Ich glaube, da wollten sie ihr Boot treffen. Ihr Boot treffen? Naja, wenn sie wohl ihr Boot treffen wollten, gucken wir mal nach, ne, was das Boot so dazu sagt. Ja, ich würde es lieben. Reise zum Strand von Umugi und befrage das Boot. Die wollten da ihr Boot treffen, Digga. Ich lieb's. Was ist denn hier jetzt los? Achso, das gehört immer noch zur Masako-Geschichte. Verrückt. Naja, dann gucken wir uns das mal an, oder? Nobu! Koi, Nobu! Ja, wir müssen los. Guck mal, aber in die Richtung, wie es aussieht, ne? Weiß jetzt ja nicht, wie wir verhindern, dass dem nichts passiert, wenn, dass dem was passiert, wenn wir gar nicht da sind. Jin, ich glaube, das war ein leeres Versprechen, das wir da gegeben haben. Oh, da ist ja Masako, moin. Ja, bitte? Ja, ja, bin da, alles gut, alles gut. Komm runter, der Narr. Du bist im Begriff, eine neue Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Nee, gerade erstmal noch nicht. Ne? Gerade erstmal noch nicht. Wir machen jetzt erstmal das hier noch fertig. Und dann können wir das gerne tun wegen mir. Dann wissen wir schon mal für nächste Episode, was so abgeht. Eine dicke Masako-Story, oder? Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Das wird eine runde Sache. Aber jetzt würde ich mir erstmal noch anschauen, was hier abgeht. Können wir irgendwie schlechte Sachen anfangen? Zeigt mir, was ihr könnt. Nobu, bis nachher. Hunde sind auch dabei. Nervig. Na, komm nur ran. Nicht mit mir. Ist noch der Hund übrig, oder wie? Die kriegen One-Hits? Das war doch noch nicht immer so, oder? Ja, ja, bin gleich da. Ist das dann nur noch die Hunde da waren und so? Die Hunde regeln das noch. Als ob die ohne Befehl einfach so auf was losgehen würden. Warum kriege ich keine Raubtierfälle von euch? Nur einmal. Ein einziges. Okay, wow. Na, wenn ihr meint. Halt still. Ich regel das, ne? Schuldet euch etwas. Ihr seid sicher. Wir nehmen dieses Geschenk dankend an. Arigato gozaimasu. Okay. Dann gucken wir mal weiter, ne? So. Na, das ist noch ein kleines Stück, aber ich denke mal, das ist der richtige Ort, ne? Der Strand von Umugi. Würde ich aber fast sagen, auch wenn immer ein bisschen doof, ne? Ja, hier sind auch immer Leute. Die hackt man natürlich noch weg, das ist ja klar. Oh, Samurai. Ich sehe den doch so nicht. War für die Atmo. Alles für die Atmo. Komm nur ran. Ich bin bereit für dich. Oh. Den ersten pariere ich direkt. Ja, ja. Dirty, Jin. Sehr dirty. Wir regeln das the dirty way. Na? Okay, starke Geschichte. Dann würde ich sagen, bevor ich hier weiter reingehe und nochmal ein dicker Dialog und eine fette Story startet, sehen wir uns nächste Episode. Wir regeln das hier, geben die Quest, wenn es eine, ne, oder die Neuigkeiten, wenn es welche gibt, entsprechend ab. Und dann starten wir die Masako-Geschichte. Ich glaube, das wird eine fette Sache. Wenn das so angekündigt wird, wird es bestimmt Big Game. Da hinten sehe ich schon den nächsten, ne? Wird cool, nächste Episode. Bis dahin, lasst Liebe da, euer P. Ade.